Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Jean-Claude Frick, Digitalexperte von Comparis. Und heute zeige ich euch die Zukunft des Smartphones. Und spannenderweise kommt die Zukunft des Smartphones aus China, genau gesagt von Xiaomi, nicht von Samsung oder von Apple. Und die haben ein Smartphone gemacht, das im ersten Moment aussieht wie ein grosses Phablet, wie man es kennt von vielen Herstellern. Also, das sind ja die grossen Smartphones. Aber das Spezielle an diesem Smartphone ist, wenn wir jetzt mal den Bildschirm anschauen, sieht man, dass es praktisch keinen Rand mehr hat. Also es ist hier eigentlich mehr oder weniger randlos. Und gerade so im Vergleich zu einem iPhone zum Beispiel merkt man einen massiven Unterschied. Hier hat man das Gefühl, man hat fast nur den Bildschirm in der Hand. Wohingegen hier, ja, hat der hier oben Rand, der Unterrand. Vielleicht noch im Vergleich zu einem Galaxy S7 Edge. Die haben nicht so viel Rand, aber trotzdem relativ halt da unten und da oben. Hier gibt es praktisch keinen. Und ja, das Google Pixel XL. Kopie vom iPhone, wenn man so will. Also haben sie auch die Ränder kopiert. Heute soll es aber um das Xiaomi Mi Mix gehen. Und vielleicht erste Frage, wieso eigentlich Xiaomi? Was ist das überhaupt? Xiaomi ist ein chinesischer Hersteller, verkauft bisher ausschließlich in China und in Indien. Dort sind sie auf beiden Märkten Marktführer. Sprich, es ist inzwischen eine riesengroße Firma. Gibt aber natürlich inzwischen auch Händler wie Digitec und andere, die die Smartphones importieren. Darum ist es für uns auch spannend zu schauen. Und die Chinesen haben jetzt gefunden, wir machen mal ein Smartphone, das alles, was im Moment möglich ist, in einem Gerät vereint. Das ist so ein kleines Showcase, könnte man sagen, das so ein bisschen zeigt, was der Hersteller im Moment fähig ist zu machen. Und es ist eben in meiner Meinung, zeigt es doch in den Trend von diesem Jahr, weil ich bin überzeugt, wir werden auch von Apple und von Samsung in Zukunft Smartphones sehen, die fast keinen Rand mehr haben. Technische Highlights, ja, ganz klar das Display. Schaut es mal an, das ist einfach cool, es hat überhaupt keinen Rand. Dann ist es so, das Smartphone besteht aus einem Keramikgehäuse. Keramik ist eines der allerhärtesten Materialien, die es gibt. Da könnt ihr es mit dem Messer drauf herumkratzen, da passiert nichts. Macht man jetzt nicht unbedingt, ist klar. Aber das ist sehr kratzfest. Gleichzeitig ist es aber so, dass das Smartphone, das muss man sich bewusst sein, das geht dem nur einmal runter. Und darum liefert Xiaomi auch eine Hülle dazu, eine schöne Lederhülle, weil sie genau wissen, es ist sehr, sehr geschlifferig, aber sieht halt sehr cool aus. Denn, damit das möglich ist mit diesem Screen hier, also mit fast nur Bildschirm und nur da unten, einem kleinen Rand, hat man ein paar Sachen müssen ändern. Bei einem normalen, in Anführungszeichen, Smartphone ist es so, wir haben hier oben die Frontfacing-Kamera und wir haben vor allem hier den Lautsprecher und noch so ein paar Sensoren. Das hat alles keinen Platz hier. Und darum haben sie es so gemacht, den Lautsprecher zum Telefonieren, den haben sie komplett weggelassen. Es ist aber so, man kann gleich telefonieren mit diesem Smartphone. Und zwar so, die spezielle Technik sorgt dafür, dass der ganze Rahmen vibriert. Und man kann also eigentlich so telefonieren, man könnte es aber auch umgekehrt nehmen und hinten telefonieren, es funktioniert auch. Also blöd gesagt, das ganze Smartphone ist ein Rahmen. Und wenn man das so macht, das tönt, ja, ist okay. Es ist nicht super, aber es tönt erstaunlich gut. Der Nachteil ist, wenn es ganz still ist, kann auch jemand, der daneben steht, das mithören, weil ja quasi das Ganze dann hier ein bisschen vibriert. Dann die Front-Facing-Kamera für Selfies, die haben sie da oben gesetzt. Statt da oben. Wenn man ein Selfie macht, muss man es umkehren. Das tut dem Software aber sagen, um zu sagen, hey, kehre es um, damit es wieder stimmt. Also auch das geht. Und die ganzen Sensoren, die wir normalerweise in einem Telefon haben, man sieht es hier beim iPhone schön, da haben wir einen Sensor, da haben wir eine Kamera, hier haben wir nochmal einen Sensor, der zum Beispiel deaktiviert, wenn man es ans Ohr hat. Das machen sie mit Ultraschall. Also wie ein U-Boot, wie ein Sonar von einem U-Boot wird das gemacht, dass wenn ich es ans Ohr habe, dass es abstellt, dass nicht mein Ohr irgendetwas drückt auf dem Screen. Das sind so die Highlights von diesem Gerät. Dann ist es so, es hat auch ein paar Nachteile. Das muss man ganz klar sagen. Nachteil 1, ich habe es schon erwähnt, ist die Sprachqualität. Die ist eher mäßig. Also zum Telefonieren sollte man ein Headset brauchen. Der ist super. Oder Wireless, irgendetwas, Bluetooth-Kopfhörer. Aber nicht unbedingt einfach so. Es tut nicht so toll. Und dann die Kamera. Muss man ganz klar sagen, ein Premium-Gerät, das Xiaomi zeigt, was möglich ist im Moment. Fast super in jeder Hinsicht, aber die Kamera ist Mittelmass. Und das Problem ist, Ende 2016, Anfang 2017, wo wir jetzt stehen, reicht Mittelmass halt nicht mehr. Es gibt genug Kameras, die einfach gute Bilder machen. Man muss Kameras haben, die super Bilder machen, wie das iPhone oder das Google Pixel XL oder das Galaxy S7. Also von dem her, dort fallen sie ein bisschen ab. Und dann ist es so, weil es das Gerät nur in China gibt, fehlt LTE Band 20. LTE Band 20 wird in der Schweiz nicht so stark gebraucht, ist nicht das Problem. Aber zum Beispiel in Deutschland kann es sein, wenn ihr bei Deutschen Telekom seid, habt ihr gar kein Internet mit dem Gerät, beziehungsweise kein schnelles Internet, ihr habt nicht LTE, wo aber das entsprechende, die Unterstützung von dem entsprechenden Band einfach fehlt. Letzte Frage, wo kann man das eigentlich kaufen?
Das Smartphone kann man offiziell nicht kaufen, beziehungsweise Xiaomi sagt, sie verkaufen es nur an ausgewählte Leute in China und in Asien. Es ist aber so, es gibt inzwischen ein paar Händler, die das importieren, die das für etwa 800 Schweizer Franken importieren. Dann kann man das auch in der Schweiz nutzen. Google Play Services sind drauf, kann man alles installieren. Also man kann es eigentlich wie ein ganz normales, in Anführungszeichen, Smartphone dann auch bei uns brauchen. So haben wir es übrigens auch organisiert. Also wer jetzt unbedingt die Zukunft vom Smartphone schon mal möchte haben, dann kann das durchaus importieren. Die Links holen wir unten in die Show Notes rein. Und dann so als abschließendes Fazit bzw. als abschließende Frage ist natürlich die Frage, hey, wieso kommt die Zukunft vom Smartphone nicht von Apple? Wieso nicht von Samsung? Der Punkt ist der, ich rechne damit, dass wir in diesem Jahr, im 2017, sowohl von Samsung wie auch von Apple Smartphones werden sehen, die weniger Rand haben. Vielleicht nicht so extrem wie das Xiaomi Mi Mix, wo wirklich hier fast gar keinen Rand mehr hat. Aber wir werden Smartphones sehen, wo der Rand viel kleiner wird. Es gibt ganz viele Analysten, die davon ausgehen, dass in 9 Monaten, wenn Apple das neue iPhone bringt, das dann das 10-Jahres-Jubiläums-iPhone wird sein, dass dann auch der Rand, der ja inzwischen so bekannt ist, fast ikonisch beim iPhone, gehört einfach dazu, dass der deutlich dünner wird. Und vom Galaxy, vom Samsung weiss man, das S8 kommt irgendwann im Frühling, vielleicht sogar schon Ende Februar auf den Markt. Das wird nochmal deutlich weniger Rand haben als das. Darum kann man sicher sagen, das Xiaomi Mix ist das erste Telefon, wo wirklich der Rand so ein bisschen verschwindet. Und in diese Richtung wird es in diesem Jahr ganz klar gehen. Spannendes Phone, spannend zum Schauen, was möglich ist. Vor allem spannend zu schauen, dass es aus China kommt und eben nicht aus Kalifornien. Wir bleiben definitiv dran, was das Gerät anbelangt und auch was die zukünftige Entwicklung im Smartphone-Business belangt. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!